So, hi ho und willkommen zu meinem Video. So, beim letzten Mal habe ich euch erzählt, wie ich dann zu meiner ersten Videogaming-Konsole gekommen bin. Und da geht jetzt die Geschichte weiter, weil ich habe ja auf meinem Gameboy, damals auf der PlayStation und dann halt auch auf dem PC gespielt. Und dann kam der... Und dann, also ich glaube, ich habe die PlayStation 2 so mit 16 bekommen. Oder um den Dreh rum, also da bin ich mir jetzt gerade... Ja, es hat auf jeden Fall... Ich war ein bisschen älter schon. Und dann an meinem 18. Geburtstag, aber wirklich am 18. So, also ich hatte mir zum Geburtstag, zum 18... Nee, stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Fake News. Es war zu meiner Firmung. Das war der Anlass. Zu meiner Firmung, die zufälligerweise damals im Sommerfest stattgefunden hat. Und dann war da auch noch Rutenfest und Altenschießen. Und dann muss es doch der Geburtstag gewesen sein. War es doch die Firma. Herr Onkel Gex, nur wegen meiner Firma. Oh, warte, das muss ich jetzt genau wissen. Jetzt einen Moment, entschuldigt. Das muss ich jetzt kurz genau abklären, weil ich möchte jetzt nichts falsch sagen. Vielleicht weiß man es noch. Solange mache ich für euch Fischmund. Hey Mom, ich bin froh, dass du so schnell rangehst, weil ich habe gerade vor der die Kamera läuft weiter, weil ich nicht Stopp machen kann. Und ich habe gerade so ein Überfüllzel gemacht mit blödem Fischmund. ich weiß noch, dass der Touch Smart. Ja, jetzt kommen wir, das ist auch eine Drama-Geschichte, aber das ist wichtig, dass ich den bekommen habe. Aber war das zur Firmung? Oder war es zum Geburtstag? Andere Frageformulierung. War der Gex, Onkel Gex und der Mark bei meiner Firmung oder waren sie oder nicht? Dann war es mein Geburtstag. Genau, dann war es Geburtstag. Super. Super, weil das war die Frage. Weil wenn die bei der Firmung gewesen wären, wäre es Firmung gewesen und so war es dann halt Geburtstag. Ja, Mama. Bis denn. Ciao. Ja, auf jeden Fall, es war Geburtstag. Könnte sogar das 16. tatsächlich gewesen sein, weil... Der 18. da waren sie, glaube ich, nicht da. Aber auf jeden Fall irgendwann zwischen 16 und 18. Und dann ist mir das Tragischste passiert, was einem Mädchen, das gerade so das Gaming anfängt, passieren kann. Mir ist das Motherboard in meinem PC durchgeschmort. Mein geliebter Gaming-PC, der wirklich alle Spiele zu dem Zeitpunkt spielen konnte. Selbst die Sims 3 lief noch. Zwar ruckelig, aber es lief. Und dann ist er einfach durchgeschmort. Und ich war so traurig. Und da ich mir den Touch Smart zum Geburtstag gewünscht hatte, das war damals der HP Touch Smart. Und den habe ich damals beim Mediamarkt gesehen. Ich war verliebt. Ich wollte ihn unbedingt haben, weil das einer der ersten All-in-One-PCs war, wo alles in einem Bildschirm war. Und dann bin ich auf jeden Fall, hat mein Onkel Mark und mein Onkel Gex, das ist der Vater von Mark, also eigentlich, ja, egal, bei uns ist alles Onkel, Tante. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass der hat sich mit PCs besser ausgekannt als ich. Und dann hat der mir damals geholfen, die Daten von meinem alten PC auf den Touch Smart zu übertragen,
indem er aus einer internen eine externe Festplatte gemacht hat, was ich damals für mich so war wie Mondlandung. Aber auf jeden Fall, ja, ich war voll beeindruckt davon, dass man das kann. Heutzutage habe ich so viele interne zu externen gebaut, dass es und habe oder habe Festplatte. Also heutzutage wäre ich da nicht mehr so beeindruckt, aber da kommen wir dann dazu. Und dann hatte ich den Touch Smart. Ich habe ihn geliebt, ich habe das Touchen geliebt. Und dann ist der erste kaputt gegangen. Der hat dann das Touch ist ausgefallen. Also haben wir den zurückgebracht, Ersatzgerät. Und wieder zurück. Es ging dann auch so mehrfach hin und her. Wodurch ich dann gelernt habe, wie man Daten sichert, wie man einen PC einrichtet und alles. Und das, ich sag's, wie es ist. Ich bin heilfroh, dass das damals passiert ist, weil ich bin heutzutage 2 Stunden und ich habe einen völlig, ich kann den PC komplett neu aufsetzen mit allem, was ich brauche. Ja, und alles auf den Stand bringen, als wäre nichts passiert. Da bin ich echt gut drin. Ja, dann war es dann halt, ging es halt, war der Touch Smart halt auch ständig kaputt. Und das die Odyssee, und ich sag euch, das war dann wirklich so eine richtig blöde Geschichte mit eidesstattlicher Versicherung, dass der wirklich kaputt ist und allem. Und ist aber auch schon ewig her und ja. Und dann war es halt so, dass der halt auch wieder, weil der ständig kaputt war, war ich ultra genervt und dann kam wieder Pleiten, Pech und Pannen, die zu Elenas Glück führen. Und vor allem, ich habe echt ein krass, da hatte ich wirklich krass Glück mit meinen Eltern und vor allem mit meinem Vater, weil zu dem Zeitpunkt brauchte das Geschäft, also da, wo er arbeitete, das zu dem Zeitpunkt noch im Familienbesitz war, brauchte einen neuen Mac. Und dann war es so, dass ich aber gesagt habe, ich will keinen Mac, Mac ist blöd und was soll ich mit einem Mac? Und überhaupt und sowieso. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, aber der Mac, auf dem kannst du mit Sicherheit die Sims spielen. Und da habe ich gesagt, okay. Weil wir das Geld für den Touch Smart zurückbekommen haben, der hat damals genau gleich viel gekostet wie dann der neue Mac. Plus, glaube ich, der Mac ein bisschen mehr. Und dann hab ich halt den Touch Smart gegen den Mac getauscht, den ich dann auch einrichten lassen. Ich habe mir eine größere Festplatte, weil ich dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, den will ich ja dann länger, also bitte größere Festplatte. Hab dann auch noch Windows drauf machen lassen, Windows 7 mit Bootcamp. Das ist übrigens der da. Der steht da jetzt, das Museum. Also, der da. Und ja. Und dann war es so, dass ich den halt, wie gesagt, habe ich dann den Mac bekommen und habe auf dem dann die Sims 2 zu jener Zeit noch gespielt. Und dann, die Sims 2 lief gut. Ich war voll begeistert. Ich dachte halt so, ja, alles super. Und dann kam auch, in dem Zeitraum habe ich dann aber auch die Sims 3 drauf installiert. Weil das hatte ich schon und auf meinem alten PC war das wirklich so, die Figuren sind so gelaufen. Es war ein Gerödel, das war nicht normal und ja, auf jeden Fall habe ich dann die Sims 3 rein und habe dann so gedacht, ja, toll. Und dann, aber der wird da jetzt ja sicher nicht mehr machen können als mein, bis dato mein Gaming-PC. Und dann liefen die Figuren plötzlich so. Also nicht wirklich, aber es lief flüssig. Ich war so happy. Das war also, ja, und dann habe ich halt die Sims 3 ewig lange und dann auch wieder, und dann kam dann der Nintendo 3DS und dann habe ich den auch und habe dann auch die Pokémon da drauf angefangen zu spielen. Ja, und bin da irgendwie dann auch so, dann war ich immer so auf der einen Seite da auf dem PC spielen, auf der anderen Seite dann auf der Mac wieder zu spielen. Und damals hätte man die damalige Elena gefragt, wäre ja immer ihre Aussage gewesen, kein PC dieser Welt kann mit einem Mac mithalten. Ich war total das kleine Apple-Fangirl.
So habe ich dann auch irgendwann angefangen, damals mein erst, also damals dann mit 18 an Weihnachten, habe ich mir mein erstes iPhone damals dann gebraucht gekauft, das iPhone 4S. Ist es nicht dasselbe, das ist inzwischen schon das 8S. liebe ich aber auch. Habe von meinen Eltern dann, weil es das erste iPhone zu teuer war, ein iPod bekommen, auf dem ich dann meine ganzen. Und der hat seit dem ersten Tag immer diesen Bildschirmschoner gehabt. Das ist, ja. Und auf dem habe ich dann immer mein Tagebuch geschrieben. Und der ist noch uralt, aber ja. Und da habe ich dann auch meine ersten kleinen Spiele-Apps dann damals entdeckt. Cluedo, Temple Run, Finding Panda und so Sachen. Und dann natürlich auch, weil wichtig für mich damals, die Sims. Gibt es auch auf dem Teil. Und da habe ich die Sims halt immer konnte ich auch die Sims unterwegs spielen. Ich muss überhaupt den aufladen, weil ich nachher noch Tagebuch schreiben sollte. Ach, wisst ihr was? Ich kram, kann ja trotzdem hier schon mal kramen. Dinge, die damals noch nicht so waren, aber heute. Das, meine Lieben, nennt sich dann übrigens, ich habe zu viele Geräte. Ja. Dann habe ich auf jeden Fall den dann so gehabt und ich habe ihn dann auch, habe dann halt auf meinem Mac die Spiele gespielt. Und ja, und dann kam irgendwann so dieser Zeitpunkt, wo mein Mac alt wurde. Und die Sims 4 ist dann auch rausgekommen und da hat er dann so seine ersten Macken gekriegt, wo er dann Teile von die Sims 4 nicht mehr spielen konnte. Und dann habe ich mir den neuen Mac gekauft. Den von 2017. Wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, würde ich das nie wieder machen. Weil das, meine Lieben, war die schlechteste Entscheidung meines ganzen Lebens. Aber die Geschichte ist irgendwo auf dem Kanal schon festgehalten. Und deswegen mache ich die jetzt ganz kurz. Also der Mac, der hat mir, ich habe insgesamt zweimal einen Mac aus dem Jahr 2017 bekommen und zweimal hat mir dieser Mac einen elektrischen Schlag verpasst. Und dann haben wir mit ganz viel Streiterei haben wir dann irgendwann das Geld zurückbekommen. Aber in der Zwischenzeit war es ja immer so, dass der Mac ständig weg war. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ey Leute, es geht nicht. Und dann habe ich auch gesagt, ich will aber auch keinen Mac mehr. Ich will nicht mehr. Und dann habe ich ja gesagt, ja gut, wir gehen damals zu meinem Vertrauten, also zum Elektromarkt, von dem ich dann auch schon eine andere Konsole hatte. Das war eine Geschichte, die ich übersprungen habe. Auf jeden Fall habe ich dann bei dem so. Nee, stimmt nicht, war nicht übersprungen. Stimmt nicht, pardon, nicht übersprungen, kommt danach. Und dann habe ich bei dem, der Computerladen, dann habe ich zu dem gesagt, ja, also ich bräuchte einen Gaming-PC, der halt die Sims 3, Sims 4 drauf kann und. Was kostet sowas? Dann hat er uns halt einen Preis genannt. Habe ich mir den PC hingestellt, den Turm. Und dann war ich so, ja, gut, habe ich jetzt halt wieder einen Turm, wird eh nichts tun. Und es war die bessere Entscheidung. Ja, und dann habe ich dann halt auf jeden Fall die Sims 4 ruckelfrei auf meinem Turm spielen können. Und auch die Sims 3 ruckelfrei auf meinem Turm spielen können. Und war total happy. Dann kam der Zeitpunkt, wo ich. Ich bin am Überlegen, weil es gibt oft Überschneidungen bei meinen Geräten. Aber auf jeden Fall irgendwann, noch vor dem Turmkauf, habe ich mir eine Xbox 360 damals geleistet und habe dann auf der dann gespielt. Ich habe mein ganzes Taschengeld zusammengespart, um diese Xbox mir kaufen zu können. Und habe dann auf der viel Sims 3 gespielt, weil, ja genau, weil mein Mac ja ständig weg war und ich damit die Sims nicht spielen konnte und ich ja die Sims so geliebt habe. Und deswegen habe ich dann die Xbox 360 gekauft und habe dann auf der gespielt.
um einfach Sims spielen zu können, was für mich so wichtig war damals. Und dann nach meinem PC-Kauf, jetzt immer wieder in Time, irgendwann war dann so, dass wir Pflegegrad für mich beantragen mussten. Und das war für mich so ein Schocker, dass meine Mom gesagt hat, wenn ich Pflegegrad bekomme, würde sie ein kleines Pflegegeld für mich bekommen. Und dieses Pflegegeld, das erste, das würde sie dann für mich in eine Konsole stecken. Aber wie das dann war und wie es dann weiterging, weil dann haben wir fast dann, ich glaube, jetzt ist nur noch ein Video, dann haben wir die Geschichte durch. Das erzähle ich euch jetzt im nächsten Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.ritmeitoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.